Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich nehme euch heute mit auf die Suche nach Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs und wir befinden uns heute hier in Messines in Belgien. Das Besondere bei der Schlacht bei Messines ist, dass alliierte Mineure Tunnel unter die deutschen Stellungen gebaut haben und 26 Minen gelegt haben. Eine Mine konnte bis zu 42 Tonnen wiegen und den Knall von dieser Mine konnte man bis nach Dublin hören. Unvorstellbar, was man sich damals überlegt hatte. Und unter diesem Haus auf der rechten Seite liegt heute noch eine große Mine. Am imposantesten ist natürlich der größte Krater und der hat auch einen Namen, nämlich Pool of Peace. Und den sehen wir hier gerade in dem Video direkt vor uns. Über die Jahre ist der vollgelauf mit Wasser und ist heute ein Begegnungsort, ein Gedenkort, an dem man tatsächlich auch wunderschön verweilen kann. Mittlerweile leben da auch Fische drin, es ist ein schönes Biotop. Ja, und ich weiß nicht, ob jeder Besucher, der diesen Ort besucht, auch weiß, was hier tatsächlich vor über 100 Jahren stattgefunden hat. Man muss sich einfach mal vorstellen, die Alliierten hatten ja mit diesen Minen begonnen, aber die Idee wurde relativ schnell auch von den Deutschen aufgenommen. Und dann kam es tatsächlich auch dazu, dass man sich unterirdisch dann schon fast getroffen hat. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass man sich dann auch entsprechend bekämpft hat. Ja, ich fand den Krater wirklich extrem beeindruckend. Und ja, die Größe 12 Meter tief. Und insgesamt hat er einen Durchmesser von 129 Metern. Also ein wirklich großer Krater und ein mahnendes Beispiel, was Menschen antun kann. Bei den Kämpfen übrigens, also bei der Schlacht um Messines, sind ungefähr 26.000 Verluste auf der Seite der Deutschen und 25.000 auf der Seite der Alliierten zu verzeichnen. Unsere Fahrt führt uns weiter und wir kommen an im Bayernwald. Bayernwald ist eine ehemalige deutsche Stellung und heute ein Museum. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ticket über das Internet zu kaufen. Ich glaube 8 oder 12 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie teuer es war. Und man bekommt dafür den Eintritt in ein, ja, ich würde sagen, ein Freilichtmuseum. Und wir können hier die ehemalige deutsche Stellung sehen und können wirklich anhand von dieser Rekonstruktion erkennen, wie der damalige Graben aufgebaut war. Natürlich ganz wichtig, dass die Bretter am Boden liegen, weil ihr wisst sicher, wenn das Wasser in diesem Graben steht, dann ist der Grabenfuß nicht mehr weit. Häufig mussten die Extremitäten dann amputiert werden. Einige Menschen sind auch an diesem Grabenfuß gestorben. Wenn man tagtäglich über Monate, vielleicht sogar Jahre über hier in diesem Graben lebt und die Füße nicht trocken werden, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass die Extremitäten dann entsprechend verfaulen. Ganz, ganz schlimme Sache. Und ich habe natürlich auch ein wenig gelesen. Die Offiziere bzw. die Vorgesetzten, es gibt auch Bunker, die wir uns gleich anschauen, haben verboten, dass die einfachen Soldaten Schutz in den Bunkern suchen, damit die Moral aufrecht gehalten wird. Und ja, im Ersten Weltkrieg war es ja so, dass hier teilweise Tage, wochenlang bombardiert wurde, ununterbrochen, Tag und Nacht. Und die Menschen durften sich wirklich nur in Ausnahmefällen Schutz suchen, wenn es dann wirklich ganz, ganz krass wurde. Weil die sind einfach davon ausgegangen, dass die Menschen eher bereit sind, aus den Gräben rauszugehen, um anzugreifen, wenn sie entsprechend nicht Schutz suchen dürfen. Richtig perfide, richtig eklig, wie Menschen zu Menschen sein können. Ja, das Museum hat 365 Tage
geöffnet, hat allerdings nachts geschlossen. Es gibt eine Drehtür, über die man entsprechend seinen Code eingeben muss, damit man reingelassen wird. Es gibt also keinen Museumsführer oder ähnliches. Man macht das hier dann tatsächlich auf eigene Tour. Hier sehen wir die Gräben von oben. Sobald man seinen Kopf rausgesteckt hat, war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man von einem Scharfschützen erwischt wurde. Das hier ist einer der Bunker und jeder, der meine Videos kennt, weiß, dass das eher ein Schutzraum ist anstatt ein Bunker. Also so einen richtigen Volltreffer wird dieser Bunker nicht ausgehalten haben. Und so sah das damals in Wirklichkeit aus. Ein Originalbild von diesem originalen Bunker. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, dass dieses Foto diese krasse Zeit überlebt hat. Und viel Platz war in diesen Bunkern auch nicht. Ob der in Wirklichkeit tiefer ist, das kann ich leider nicht sagen. Auf jeden Fall hätte man nur krauchend oder kriechend reingehen können. Ja, und mit diesem Bild verabschieden wir uns vom Bayernwald und fahren direkt zum Lettenberg. Und hier am Lettenberg oder Kavallerieberg, wie er auch von den Einheimischen genannt wird, stehen heute restaurierte britische Bunker aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Der Hügel war Anfang 1917 von den britischen 175. Tunneling Company untergraben worden und von Anfang April bis Ende Mai mit unterirdischen Bunkern ausgestattet worden. Die Bunker sind seit 2004 kostenlos zu besichtigen und 2005 wurde eine Einweihungsfeier veranstaltet. Das soll es auch schon von den Bunkern gewesen sein. Unsere Tour führt uns jetzt weiter zu einem deutschen Kommandobunker und ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. Herzlich willkommen zurück und wir sind hier am Kommandobunker angekommen. Dieser Bunker befindet sich frei zugänglich in der kleinen Stadt Sandvorde und ist ein imposantes Beispiel deutscher Baukunst. Speziell ausgebildete Pioniereinheiten, die sogenannten Armierungsbataillone, errichteten diesen Bunker im Jahre 1916 für den Stab des Regimentes. Sie brachten eine Inschrift mit dem Baujahr des Bunkers und der Bezeichnung des Bataillons über den Eingang an. Diese Inschrift können wir bis heute noch erkennen. Oben links, da seht ihr diese Inschrift 1916 unvorstellbar. Beim Bau wurde der Bunker in einen Hang eingegraben und mit Erde überdeckt. Und man konnte von dort aus die Umgebung beobachten. So wurde die Konstruktion vor alliierten Beschuss geschützt. Außerdem ist er aufgrund dieser Einbettung für den Feind vollkommen unsichtbar. Der Bunker wurde mit einem Eingang und Ausgang und sechs Räumen versehen, die alle auf einen offenen, ummauerten Innenhof führen. Nur zwei Räume erhielten Fenster nach außen. Die Schalung für das Gießen des Betons wird aus Brettern hergestellt. Innen werden die mit Zementputz überzogenen Mauern ursprünglich mit einer Holzverkleidung versehen. Die Verbindungslaufgräben, die sich in die Böschung einschneiden, bilden den Zugang zum Komplex. Der Kommandobunker liegt bis zur Befreiungsoffensive 1918 hinter den deutschen Linien, weshalb an dieser Stelle nie gekämpft wurde. Dementsprechend ist der Zustand auch zu erklären. 1917 wird der Bunker eine Zeit lang als Hauptquartier der Division Sandvorde genutzt. Er liegt nämlich an der wichtigsten Nachschubroute dieser Division. Nach dem Krieg wurde der Bunker seinem Schicksal überlassen, bis er 1987 von der Gemeinde Sonnebeke wieder zugänglich gemacht wurde. Diesem letzten Blick zurück auf den Bunker verlassen wir jetzt diese Location und fahren weiter. Bis gleich. Ja, meine Lieben, es geht direkt auch weiter. Wir sind hier in dem Außenbereich vom Hooge Krater Museum.
Ja, wie der Name schon sagt, befinden wir uns gerade in Hooge. Das ist in der Nähe von Ypern und wie viele sicherlich wissen, hat hier der Gra Gaskrieg stattgefunden und wir sehen hier teilweise auch noch Granatenhülsen, die für den Transport von Gas waren, natürlich abgeschossen. Das sieht man an dem Führungsring. Und es sind nicht nur fünf, sechs Stück, sondern hier liegen hunderte von diesen Gasgranaten rum. Und warum erkennt man, dass es Gasgranaten sind? Sie sind nicht detoniert. Das bedeutet, die Granaten wurden auf die feindlichen Stellungen geschossen und dann trat das Gas entsprechend aus diesen, ja, aus diesen Granaten aus. Und es ist wirklich eine sehr liebevolle Ausstellung. Man hat hier viele Bodenfunde abgelegt von einer Schaufel, ganz viele Granaten. Hier sehen wir sogar ein Scharfschützenschild aus Panzerstahl und hier ist auch ein alter Bunker. Und gut zu erkennen, wie man die Bunker damals gebaut hat und wie das Land nach den schweren und heftigen Kämpfen ausgesehen hat. Man muss sich vorstellen, dass der Boden mehrfach umgepflügt wurde, weil hier so viele Granaten detoniert sind. Das ist unvorstellbar. Wir befinden uns hier gerade in dem Bunker drin. Hier können wir sogar noch ein altes Licht erkennen. Das ist schon krass, dass dieses nach so vielen Jahren, ich war nämlich schon mal hier, nicht geklaut wurde. 1 Euro übrigens der Eintritt zu diesem Museum. Kontrolliert keiner. Draußen ist eine Box, wo man den Euro reinwerfen kann und aus meiner Sicht absolut empfehlenswert. Auch hier ist wieder die Kämpfe des Minenkriegs zu erkennen, nämlich ein riesengroßer Krater. Hier sehen wir Teile von Granaten, Abschussrohre, sogar noch eine alte Kanone ist hier zu sehen. Sieht eher aus wie ein umfunktionierter Mörser auf einem Gestell, damit es fahrbar ist. Wunderbar angelegt übrigens. Direkt an der Straße neben dem Museum. Da können wir die Minöre sehen. Und wir sehen außerdem, wo wir uns gerade befinden. Und die großen Krater. Aber auch sehr beeindruckend. Dieses Bild ganz rechts, wo Tausende von Granatexplosionen zu sehen waren. Auch das, ich glaube, jeder Sondler freut sich über so einen Fund. Das ist ein altes Gewehr. Und auch hier weitere Bodenfunde. Das ist Stacheldraht, eine komplette Rolle. Und ganz, ganz viele weitere Granatenhülsen. Hier können wir das Ausmaß des Kraters sehen. Riesengroß. Bei perfektem Wetter eine wunderbare Kulisse. Aber von vor über 100 Jahren möchte ich hier nicht gestanden haben. Weitere Gasgranaten. Teilweise so schwer, dass man sie gar nicht heben kann. Natürlich die kleinen 7,5 sind natürlich nicht schwer zu heben. Hier auf der linken Seite sehen wir einen Grabenschutz. Das hier scheint höchstwahrscheinlich von einem Pferd zu sein. Zaumzeug nennt man das. Ein Rad. Ganz viele Granaten. Noch mehr Granaten. Eine Stellung können wir hier sehen. Ob das für ein Geschütz war oder für Infanterie, das weiß ich leider nicht. Beides möglich. Und ihr bekommt sicherlich jetzt gerade einen Überblick, wie groß das Gelände tatsächlich auch ist. Also, und das alles für 1 Euro. Da kann man die Geschichte wirklich richtig spüren. Grabenschutz mit Treffereinwirkung. Ein Schweineschwanz habe ich da auf dem Boden gesehen. Die konnte man entsprechend in den Boden reindrehen.
und da kam dann der Stacheldraht dran. Und wenn man sich in dem Stacheldraht verhedderte, dann war man natürlich leichte Beute für das gegnerische Feuer. Auch hier wieder Fotos von den Minören, die unter Tage die Tunnel gegraben haben, wo dann letztendlich dann auch der Sprengstoff reinbugsiert wurde. Hier können wir in einen Graben reingehen und man kann hier sehr gut erkennen, wie man das damals gebaut und abgestürzt hat. Es ist alles noch original, nach über 100 Jahren. Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, das war ja jetzt nicht viel Wasser. Das ist schon richtig eklig, wenn man da durch Blut, Fäkalien, Körperteile läuft. Und das über Monate, Jahre vielleicht. Alter Benzinkanister von den USA. Übrigens haben die diese Benzinkanister die Deutschen erfunden und die Alliierten fanden das so praktisch, dass man das entsprechend übernommen hat. Oder was andersrum? Auf jeden Fall war die Konstruktion so gut, dass die gegnerische Seite es entsprechend übernommen hat. Hier sehen wir weitere Granatenhülsen. Ein Blick von oben in den Graben rein. Links dann der Krater. Auch hier wieder eine Waffe und Bajonette am Baum. Ich freue mich wirklich darüber, dass man die bis dato nicht versucht hat zu klauen. Wirklich toll. Ein Bunker. Kommt man leider nicht rein. Also könnte man sicherlich schwimmen, aber hatte ich jetzt irgendwie an dem Tag nicht so große Lust. Und wir gehen weiter unseres Weges. An Granaten vorbei. Nochmal ein Blick auf den Graben. Rechter Hand ist der große Krater. Interessanterweise ist er diesmal nicht rund, sondern der ist tatsächlich, könnte man sagen, es ist ein See, so wie der angelegt ist oder entstanden ist. Auch hier weitere Funde, weitere Granaten außerhalb des Museums, Freilichtmuseums. Ich glaube, wenn man da in den Wald geht, findet man auch oberflächlich noch einiges. Ja, und noch mehr Granaten, viel mehr Granaten auf dem Präsentierteller. Unvorstellbar. Unvorstellbar, was da an Material und Schrott rumliegt. Da könnt ihr mal die Funktionsweise der Schweinespieße sehen. Werden heute ungefähr für 10 bis 20 € das Stück gehandelt. Ja, und in Frankreich an der Maginot-Linie stehen Tausende noch rum. Genau, also das war der Blick durch das Freilichtmuseum. Wir befinden uns jetzt hier direkt vor dem Museum, Hohe Krater Museum, direkt flankiert von zwei Geschützen. Das dürften klassische Feldgeschütze gewesen sein. Ich würde mal tippen auf 7,5. So, und jetzt gehen wir auch in das Museum rein. Eins vorweg, ich glaube, es ist das beste Museum aus oder welches über die Zeit des Ersten Weltkriegs berichtet, das ich mir angeschaut habe. Also die Ausstellung ist wirklich unnormal. Unnormal umfangreich, sehr detailliert in der Tiefe, in der Breite. Es ist wirklich alles da, von Uniformen. Die Geschichte wird erzählt. Wir sehen aber auch ganz, ganz viele Waffen, medizinische Dinge. Das Leben wird erzählt. Also aus meiner Sicht das beste Museum und auf jeden Fall ein Must-See, wenn man sich für den Ersten Weltkrieg interessiert und dann vielleicht auch hier zufälligerweise in Flandern dann ist. Also was sehen wir hier? Wir sehen hier verschiedene Schaukästen. Das Thema Flöhe wird hier gerade diskutiert, wie die Flöhe quasi auf die Soldaten übergesiedelt sind. Das ist meistens durch Ratten entsprechend passiert.
Und viele Menschen haben da sicherlich sehr stark drunter gelitten. Und teilweise gibt es Berichte, wo die Soldaten quasi mit ihrer Hand durch ihr Hemd die Brust berührt haben und dann mit einem riesigen Büschel von Flöhen dann wieder rausgekommen sind. Unvorstellbar. Und das muss gejuckt haben, weil die Menschen sich ja auch nicht waschen können. Hier seht ihr übrigens eine Grabenpumpe und einen verdreckten Fuß. Und das zeigt uns, dass die Leute hier wirklich im Dreck gestanden haben. Und ich hatte den Grabenfuß ja schon erwähnt, ein wirklich ekliger, ja, eine eklige Krankheit. Beziehungsweise, ja, stellt euch vor, eure Füße müssen amputiert werden für einen Krieg, den ihr vielleicht gar nicht gewollt habt. Ja, schrecklich. Hier sind ein paar Dioramen und das ist aus meiner Sicht auch wirklich toll gemacht. Hier haben sie den Graben nachgestellt und einen Soldaten, der Munition nachführt. Und ich habe selber mal draußen die Granaten hochgehoben. Da fehlte ja einiges. Der Zünder war zum Beispiel nicht da, aber auch die Treibladung war ja schon verschossen und dementsprechend ist die leichter gewesen und der führte gerade zwei Stück in so einer Bauchtasche mit sich rum. Das war schon richtig schwere Arbeit und das natürlich immer unter Angst. Und hier sehen wir eine Ausstellung von ganz vielen verschiedenen Gasmasken. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, war hier das erste Mal und zum Glück auch das einzige Mal in einem sehr großen Krieg dann Gaseinsatz. Und dementsprechend brauchte man natürlich auch Gasmasken verschiedenster Größen. Und die mussten natürlich in riesigen Stückzahlen dann hergestellt werden. Und das ist mit ein Grund, warum es so viel Auswahl gibt, weil es ja auch viele Hersteller entsprechend gab, die die Gasmasken erstellt haben. Und es ist ja nicht nur so gewesen, dass die Deutschen gegen die Belgier gekämpft haben, sondern das waren ja die Alliierten und dementsprechend gab es ja auch verschiedene Länder und dementsprechend halt eine so hohe Auswahl. Das sind Signalpistolen und Sirenen verschiedenster Bauarten. Jedes Mal, wenn zum Kampf geblasen wurde, wurde entsprechend auch dann das Signal gegeben. Hier sehen wir verschiedene Startrohre für Geschütze. Auch einen Film konnte ich mir anschauen. Ich habe mir den komplett angeschaut. Man kann auswählen, in welcher Sprache man den hören möchte. Ich habe Deutsch gewählt. Man hat auch die Möglichkeit, Englisch, Holländisch, glaube ich, auch und Belgisch sich anzuhören. Und hier in diesem Schaukasten sehen wir eine Krankenschwester, da ein Knochensäge, es musste viel amputiert werden und das ist eine Bandage, eine Spritze zu sehen, Morphium, Pakete, verschiedene Abzeichen. Ja, also wenn man sich vorstellt, unter welchen Rahmenbedingungen man damals operiert wurde, da wird mir Angst und Bange. Ja, in dem Schaukasten können wir einen alten Pferdefuhrwagen sehen. Natürlich damals kaum Motorisierung. Das wurde alles per Pferd transportiert. Auch die Verwundeten. Und da gibt es ja auch keine Federung. Ganz schlimm, wenn man große Schmerzen hat. Aber Erster Weltkrieg war auch die Zeit von den ersten Verbrennungsfahrzeugen. Und da haben wir auch einen gesehen. Hier können wir das Alltagsleben der Soldaten erkennen. Verschiedenste Ausrüstungsgegenstände. Das könnte ein Maxim-MG gewesen sein. Es wurde tatsächlich auch noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt von den Finnen. Dann der Rote Baron kennt man auch sicherlich. Eine Uniform. Verschiedene Mützen. Ja, der Preis von dieser Mütze liegt wahrscheinlich bei 12, 13, 14.000, vielleicht sogar noch mehr, 1.000 Euro. Also da sind richtige Werte in diesem Museum. Das ist schon krass.
Ja, das spiegelt das Leben in einem Bunker wider. Nicht jeder einfache Soldat hatte ja einen Bunker oder Zugang zu einem Bunker. Die haben tatsächlich draußen gelebt. Unvorstellbar. Bei den Franzosen war es ja so, dass sie ein rollierendes System hatten. Das bedeutet, man war eine Zeit lang an der Front und dann wurde man abgelöst und konnte dann in der zweiten Frontlinie mehr oder weniger so ein bisschen pausieren. Und der Deutsche hatte halt nicht mehr die Reserven und der war durchgehend an der Front. Und das möchte man sich gar nicht ausmalen, was das für eine Belastung ist. Ein Maschinengewehr und ja, der Krieg, der Erste Weltkrieg war tatsächlich auch der erste industrialisiert geführte Krieg. Die Menschen, die diesen Krieg geführt haben, von der Obrigkeit her, das waren Generäle aus der Zeit, wo man noch mit Pferden gegeneinander gekämpft hat und wo man quasi Mann gegen Mann auf dem Feld gekämpft hat. Der Erste Weltkrieg war aber nicht so ein Kampf, denn hier wurden das erste Mal Maschinengewehre auf breiter Front eingesetzt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit alten Techniken auf den Feind zugeht, und das hat man teilweise bis spät in den Ersten Weltkrieg noch gemacht, also ne, stellt euch vor, 20.000 Menschen rennen aus den Gräben los und es auf der anderen Seite sind nur 5, 6 Maschinengewehre, die gut aufgestellt sind, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was mit diesen 20.000 Mann passiert ist. Und die Menschen wurden weiter angetrieben, ohne dass man sich in der Taktik entsprechend verändert hat. Also diese Generäle, die damals diese Kriege geführt haben, unvorstellbar, wie dumm die damals waren und wie viele Menschen sie am Ende des Tages auch geopfert haben. Und trotzdem immer wieder die gleiche Taktik angewendet. Einfach noch mehr Männer und vorangestellt dann immer große Bombardements. Teilweise, wir haben es am Anfang des Videos gesehen, über 17 Tage. Das bedeutet nicht nur, dass es eigentlich für mich völlig unvorstellbar ist, dass man über 17 Tage durchgehend Granatbeschuss aufrecht halten kann. Nein, stellt euch mal vor, ihr seid auf der Seite derjenigen, die die Bomben abbekommen und ihr überlebt das. Sicher habt ihr auch schon mal die Reportagen gesehen, wo diese Menschen Kriegstraumata hatten und sich geschüttelt und gezittert haben, unkontrolliert und nicht mehr Herr über ihren eigenen Gefühle und Handlungen waren. Ganz schrecklich. Und hier auch wieder total perfide. Das sind alles unterschiedliche Zünder. Ihr habt es gerade gesehen, für unterschiedlichste Munition verschiedenster Epochen. Also ich sage ja immer, wenn ich mir manche Bunker anschaue, aber auch hier, hätte man nur halb so viel Energie in die Friedensverhandlungen gesteckt wie in die Aufrüstung, dann hätte es diesen Krieg nie geben müssen. Übrigens auch Zweiter Weltkrieg genauso oder aber auch Ukraine-Krise und was alles noch daraus entstehen mag. Ich will es mir gar nicht hoffen. Eigentlich sollten uns solche Museen und auch die Zeit, die wir als Menschen schon im Krieg verbracht haben, dazu mahnen, dass wir alles dafür tun sollten, dass ein neuer Krieg nicht stattfindet. Aber wie ihr selber seht, tun die Menschen das nicht. Und ja, auch heute sind wir ja wieder bereit, teilweise bereit für einen neuen Krieg. Viele nicht, aber ich kenne viele, viele, die sagen, ja, wir müssen deutlich stärker in den Krieg einschreiten. Ja, aber zurück zu unserem Besuch in diesem Museum. Das war der Museumsteil und wir schauen uns hier noch einige Exponate an. Und das hier ist eigentlich eine Sonderausstellung, nicht nur eigentlich, das ist eine Sonderausstellung und die sagt mir ganz besonders zu, weil wir hier ganz viele Bodenfunde haben und das ist quasi ein Diorama, auch nochmal ein Graben. Und hier sieht man das ziemlich gut, dass man den unteren Teil des Grabens freigelassen hat. Man hat oben drüber eine kleine Leiter oder eine kleine Abgrenzung gemacht, damit man nicht mit den Füßen im Wasser ist. Aber trotzdem, irgendwann war das Wasser, das Grundwasser so hoch, dass es dann auch da entsprechend hingekommen ist. Und hier haben wir die Bodenfunde,
die zusammengetragen wurde. Persönliche Dokumente, persönliche Gegenstände, Kamm ist mit dabei, Schuhsohlen, Getränkeflasche, also Feldflasche, Geld, Flaschen ohne Ende, Ölkannen, Kreuze. Ich glaube, ein Traum für jeden Sonnengänger, sowas mal zu finden. Ganz viele Kreuze. Genau, das ist der letzte Raum des Museums. So hat man damals gewohnt. Ein Orden oder Schrank mit Orden. Und der letzte Blick nochmal zurück in den anderen Raum. Hier haben wir unten im Setzkasten nochmal diverse Ausstellungsgegenstände. Hier sehen wir ganz viel MG-Munition. Das war's auch schon von dem Hooge-Krater-Museum. Ich verabschiede mich jetzt für dieses Video und zeige euch jetzt nochmal einige Ausschnitte von dem Teil 2. Und da wird euch sicherlich auch wieder einiges Spannendes erwarten. In diesem Sinne, bleibt mir treu, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer erfahrt, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Und bitte, bitte kommentiert auch gerne, wie euch das Video gefallen hat. Und in diesem Sinne bin ich raus und bis zum nächsten Mal.